Smarana, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Video des Corina Wunders. Es gibt noch Wunder und sie kommen immer wieder, sie passieren immer wieder. Und dieses Wunder möchte ich gerne mit euch teilen. Ihr seht im Hintergrund die afrikanische Sonne und die soll uns so ein bisschen jetzt in die Energie nach Afrika bringen, denn dort ist dieses Wunder geschehen. Übrigens alles nachzulesen in Spiegel TV. Unter dem Video ist der Quell. Nachweis, ihr Lieben. Der Mainstream hat es gepostet und wir sollten uns an diesem Wunder ein Beispiel nehmen. Also, was ist geschehen? Ich habe für euch einmal ein Bild vorbereitet, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Es geht in erster Linie eigentlich um die Menschen in den Slums in Afrika. Die Slums, die sind natürlich dadurch, dass die Menschen so sehr zusammen wohnen, so eng aufeinander sind, für eine Corina-Sache sehr gefährdet. So hat man das auch gesehen und man hat also wirklich gesagt, schlimme Voraussagen gemacht, was die Corina-Sache dort ausmachen würde. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich euch vorlese. Oder beziehungsweise erzähle und ihr könnt es nachlesen. Und zwar gab es also zu Beginn von Corina dort allerlei Schreckensszenarien, die man sich so vorgestellt hat, weil dicht besiedelte Städte und marode Gesundheitssysteme, marode Hygiene und alles das war eine sehr große Herausforderung in Afrika und speziell in diesen Slums. Und man rechnete tatsächlich mit einer rasanten Ausbreitung des Virus und mit katastrophalen Todeszahlen. Das war die Prognose, also so eine gewisse tickende Zeitbombe. In einem Punkt behielt man recht mit der rasanten Durchseuchung, also wahrscheinlich, aber es ist eigentlich gar nicht so sehr aufgefallen, denn die Tests, die man durchführte, die waren, konnte man gar nicht nehmen, weil die so gering waren. Denn man hat ja nicht getestet jetzt in den Slums, weil das einfach zu viele Menschen sind. Und von daher hatte man auch gar keinen richtigen Maßstab sozusagen. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Das Chaos in den Krankenhäusern ist auf einmal vorbei. Man hatte am Anfang schon ein Chaos gehabt, doch plötzlich geschah dieses Wunder und auf einmal war das alles vorbei. Und das ist das, was auch bei uns passieren könnte. Und ich erkläre euch ja gleich, wie das geschah. Also es ist einfach jetzt dort, wenn man einen Test macht oder wenn man diese Statistiken anguckt, dass 0,8% überhaupt von Corina betroffen sind. Und das ist so wie nichts. Das ist also so wie nichts. Die Krankenhäuser sind leer. Die Ausgangssperre wurde aufgehoben. Die Bars und Clubs sind voll. Die Menschen sind glücklich und sie tanzen. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, ihr Lieben. Zu dem Punkt, wie das Wunder geschehen ist. Und das ist durch einen jungen Mann, Raphael Yuma, geschehen, der sich von Corina infiziert hatte, welcher dann in ein Lager geführt wurde, wo diese ganzen Menschen dort zusammengepfercht wieder waren und er war todunglücklich und traurig. Aber dann hat er sich auf sich selbst besinnt. Er hat sich um sich selbst gekümmert. Er ging auf dem Gelände zweimal täglich joggen, er machte Kraftsport und tanzte ab und zu mit den Pflegerinnen und Pflegern auf Abstand. Und damals, also das ist noch gar nicht so lange her, es wurden Videos gemacht, die gingen viral. Er hat dann die Menschen in Afrika praktisch zum Erwachen gebracht. Und jetzt bekomme ich überall Gänsehaut. Dieser Mann hat einfach durch sein Verhalten und das so sich so gezeigt, wie er war, durch seine Fröhlichkeit, durch das Tanzen,
durch seine positive Ausstrahlung hat er seine Landsleute angespornt, genauso zu sein. Und dann fingen ganz viele Menschen an, das nachzumachen, was er vorgemacht hat. Sie haben genauso sich nicht mehr um Corinna gekümmert, sondern einfach um ihr Leben, um ihr Leben. Niemand hatte Angst. Und das ist das, was passiert, wenn wir keine Angst haben. Wir kümmern uns um unser Leben, wir leben, wir sind fröhlich, wir gehen tanzen, wir teilen unsere Freundschaften, unsere Liebe untereinander und dann geht es uns doch gut. Das ist das Zeichen, das ganz große Zeichen, was von Afrika uns gezeigt wird. Es ist das, was hier gerade geschieht, der falsche Weg, wenn wir es mit Afrika vergleichen. Was macht Corinna mit uns, wenn man es fürchtet? Was macht Corinna mit uns, wenn wir uns gar nicht drum kümmern, wenn wir aus der Angst rausgehen? Das ist das Zeichen von Afrika. Und es ist auch ein Hinweis, ihr lieben Menschen, glaubt an das, was ihr seid. Geht raus aus der Angst. Lasst euch nicht so viel Freiheit wegnehmen. Lasst euch das nicht nehmen. Denn jeder Mensch hat ein Recht darauf, glücklich und gesund zu sein. Und da kann niemand, eigentlich niemand, daran was ändern. Das ist die Botschaft von dem Wunder von Corinna. Ich lege euch das allen sehr ans Herz. Und wenn du das unzensierte Video sehen willst, dann kannst du auf Smarana TV gehen. Der Link ist unter dem Video. Und jetzt lade ich euch ein zu einer schönen Meditation, wo wir unsere Lebensfreude wieder uns zurückholen, wo wir uns ausdehnen in der Glückseligkeit und uns daran erinnern, wer wir in Wirklichkeit sind. Ich möchte euch allen damit ganz viel Kraft, Liebe und Licht geben. So, jetzt bereite ich mich vor. Ich habe hier die Smarana Essenz. Denn ich wünsche mir auch Gottes Gegenwart jetzt herbei, um uns zu unterstützen, unsere wahre Natur wieder zu entdecken und zu entfalten. Geliebter Mensch, voller Freude begrüße ich dich aus der Tiefe meiner Seele mit den Worten von Smarana. Und ich habe die Schöpferengel eingeladen, dass sie uns heute begleiten mögen. So ziehen die Schöpferengel ein, mit ihrer Kraft, mit ihrem hellen Schein. Sie beleuchten deinen Raum und sie beleuchten deine Seele. Die Energien heben dein Bewusstsein an und das Licht der Erinnerung leuchtet hell. Allerliebstes Menschenkind, allerliebster Mensch, erinnere dich an das, was du bist, ein Wesen der größten Liebe und des Lichtes, ein Wesen von Gott erschaffen, um auf der Erde zu lernen. Deine Seele hat es so entschieden. Und nun stehst du an einer großen Schwelle und wenn du diese überschreitest, dann hast du sehr viel gelernt. Wenn du es schaffst, mit deinem lichtvollen Wesen diese Schwelle zu überschreiten, die Schwelle
in die Freiheit wieder zu gehen, die Schwelle in die Glückseligkeit und die Liebe und das Licht. Es ist die Schwelle, welche dich dorthin trägt, wo alles schön ist, wo du erkennst, dass Glückseligkeit auch etwas ist, was dir gegeben wurde, wo du erkennst, dass Glückseligkeit zu dir gehört. Und so schenken wir dir, wenn du es erlaubst, das Licht der Glückseligkeit. Denn dieses Licht der Glückseligkeit, wenn es sich in dir entfaltet, es wird die Wunder in deinem Leben anziehen. Und du hast gelernt, dass Wunder wahr sind. Wunder können immer geschehen. Es liegt an dir, dich für die Wunder zu öffnen. Und so sind die Schöpferengel voller Freude und Zuversicht. Denn wir sind sicher, dass du dies schaffen wirst. Und wenn du nun dein drittes Auge öffnest, siehst du eine goldene Kugel der Glückseligkeit und eine goldene Kugel der Wunder. Wir möchten dir gerne beide Kugeln übergeben, damit sich in dir die Tore öffnen für die Glückseligkeit und die Wunder dieser Erde, sodass du hineingehen kannst in das Licht und dich selbst erkennst. Denn du selbst, du bist wunderbar. Du bist ein Leuchtturm der Kraft und der Liebe. Und du wirst mit deinem Licht all die Menschen unterstützen, welche dieses Licht erkennen. Und so übergeben wir dir jetzt diese beiden Lichtkugeln. Nimm sie in deine Hände und fühle, wie die Energie dich jetzt durchströmt, wie diese Energie der Glückseligkeit und der Wunder in deinen Handchakren hineinfließt und sich die komplette Energie in dir ausbreitet. Natürlich nur, wenn du es erlaubst. Und wenn du es geschehen lassen möchtest, dann spreche nun ein inneres Ja. Und in dem Moment fließt die komplette Energie dieser zwei Kugeln in dein Energiesystem hinein. Erinnere dich zurück an die himmlische Glückseligkeit. Erinnere dich zurück, dass du selbst ein Wunder bist. Und so singen wir, die Schöpferengel, deinen Namen, um deine Seele zu stärken und deinen Geist daran zu erinnern, welch große Kraft in dir liegt, welch außerordentlicher, wundervoller Mensch du bist. So sehen sich nun die Schöpferengel wieder zurück in die himmlischen Sphären von Smarana. Was sie dir geschenkt haben, bleibt bei dir. Und so leuchtet deine Seele in den Farben der Wunder und der Freiheit. Smarana. So komme nun langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück
Atme einmal tief ein und aus und sei wieder ganz da. Liebe, liebe Menschen, liebe, liebe Freunde von Smarana, liebe Smarana, Wunder sind einfach wunderschön. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von euch erkennt, wie wichtig diese Botschaft von Afrika auch ist und dass es überall möglich ist, von Corinna wegzukommen und dass es eigentlich ganz einfach ist. Und wenn du noch etwas über dieses Wunder erfahren möchtest, darfst du das unzensierte Video auf Smarana TV ansehen. Link ist unter dem Video. Und überhaupt schaut euch immer wieder die Links an, die alle unter den Videos sind. Sie sind sehr wichtig. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann bedanke ich mich sehr. Und du darfst mich gerne abonnieren, wenn du auf diese Kugel klickst. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.